Sendepause, Peter. Wir nutzen diese Verzögerung und unterbrechen das laufende Programm für eine aktuelle Sondermeldung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die folgende Musik stellt die Hintergrundmusik zu der Dokumentation Hardy und das kleine Meth-Labor zu Hause dar. Als der kleine Dennis Hartwig 3 Jahre alt war, da sagten Mama und Papa Hartwig: Boah, Rudolf, komm mal her! Was willst du, Ingrid? Ich hab voll Book of Crystal Meth. Daraufhin sagte Rudolf: Ingrid, aber geil! Lass machen! Und klein Hardy wuchs in einem Meth-Labor auf. Das hat ihm an sich gar nicht geschadet. Er hatte viel Spaß. Jetzt hänge ich hier drin fest. Die paar epileptischen Anfälle, die er hatte. Epileppi, aber happy, Junge. Und die außergewöhnliche Reizung auf irgendwelche Sachen, weil er ja voll ausgetickt ist, waren vollkommen normal für Kinder seines Alters. Hardy, jetzt reiß dich zusammen. Dennis Hartwig konnte tatsächlich im Alter von 14 Jahren schon die ersten Wörter flüssig sprechen. Sieht man dich jetzt eigentlich? Wer perfekt. Mann. Bist du eigentlich zu dumm zum Kacken oder was? Und mit 18 hat er es geschafft, ein Diktat der ersten Klasse fehlerfrei aufzuführen. Der Hardy ist behindert. Er macht die Musik wieder an. Ja! Nein! Ja! Nein! Typisches Zeichen für Crystal Meth Abhängige. Ja. Sind laute Nein-Schreie bei Versagen. Wie man immer wieder anhand dieser Aufnahmen sehen kann, muss das stimmen. Nein! 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 Da hat er versucht, sich zu beherrschen. Ja! Insbesondere die auditiven Areale im Gehirn sind bei Crystal Meth Abhängigen deutlich erhöht. Etwaige Sprachfehler des Moderators sind nicht auf eine Crystal Meth Abhängigkeit, sondern auf erhöhten Kokskonsum zurückzuführen. Boah, wieso springt der Wichser denn dann nicht? Ja, die Schuld auf andere zu schieben, ist ein typisches Phänomen, was Crystal Meth Abhängige weiterhin haben. Aber wenn das wenigstens nicht so ruckeln würde, ey. Weiterhin ist Crystal Meth Abhängige anzusehen, dass sie die Welt verschwommen und pingig wahrnehmen. Es ist so, als hätten Crystal Meth Abhängige nur 15 Frames. Mittlerweile ist rund um Hamburg eine Hochburg für Drogensüchtige entstanden, in denen immer wieder Leute zu Hardy und dann auch zu seinen Eltern Rudolf und Ingrid gehen können, um ihre Sucht nach Crystal Meth zu befriedigen. Und jetzt die Werbung. Ja, weißt du, kommst du zum Seitenbacher Müsli, Seitenbacher Müsli, Müsli, zum Seitenbacher. Koks, Junge, mach dich munter. Kommen wir nun zum Wetter. Ja, weißt du, Manni, heute ist das Wetter richtig warm, weißt du, 37 Grad sind draußen und ist einfach Fromage. Eilmeldung aus Japan. Was sagst du? Du bist ein typisches Beispiel für LSD-Abhängige.